will Ihnen heute mal etwas Kakteen näher bringen, die ich seit über zum Teil 20 oder 25 Jahre kultiviere. Der Start zu Kakteen, das ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Meine Frau kam eines Tages an, hatte zwei Kakteen in der Hand und stellte sie bei uns im Wohnzimmer aufs Fensterbrett. Ein Kaktus überlebte diesen Standort nicht lange. Meine Bemerkung, Kakteen seien doch Wüstenpflanzen und müssen nicht im Wasser ertränkt werden, konterte sie und sagte, wenn ich alles besser wüsste, dann sollte ich mich doch künftig um den letzten Kaktus kümmern. Der Virus hat mich erreicht und seither nicht mehr losgelassen. Angefangen habe ich dann mit einem Balkon, Frühbeetkasten für Blumen, und hier habe ich das nochmal nachgestellt. Und ich glaube, jeder kann verstehen, dass mich diese Pflanzen fasziniert haben. Diese Pflanzen sind im Schnitt 10, 12 Jahre alt. Die habe ich alle selber aus Samen gezogen. Hier weiß man nie, was man als Blüte erwarten kann. Insofern ist es dann immer interessant, bis die Pflanzen zum ersten Mal blühen. Und man sieht dann diese herrlichen Farben zum Beispiel. Und das ist eigentlich meine Motivation, die Dinge weiterzutreiben. Die nächste Station vom Balkon war dann die Pflanzen, die Kakteen, die mittlerweile doch eine gewisse Zahl erreicht haben, in diesen Frühbeetkästen, die ich im Hof unseres Hauses in einem kleinen Gartenbett installieren konnte. Und das hat sich der Umzug sehr positiv auf das Blühverhalten der Kakteen ausgerichtet. Was hier steht, das war immer schon mein Traum, nämlich für die Pflanzen ein eigenes Gewächshaus, in dem ich auch Pflanzen kultivieren kann, ganzjährig, die allerdings im Winter muss beheizt werden, zwischen 8 und 12 Grad. Das steuert ein Thermostat. Hier sehen wir nun sehr kälteempfindliche Pflanzen, deshalb stehen sie auch hier drin. Die Blattkakteen vertragen eigentlich Temperaturen bis maximal 8 Grad. Ansonsten, wenn die Heizung mal ausfallen sollte, sind die hinüber. Während hier die meisten Kakteen auch noch Kälte bis minus 2, 3 Grad vertragen. Allerdings müsste dann, sagen wir, ein Sonnentag folgen. An den Standorten gibt es genauso Kältetemperaturen, nur dort friert der Boden nicht durch, also die Wurzeln werden nicht geschädigt, weil sie eine trockene Kälte haben. Irgendwann wollte ich meinen Kakteen noch optimalere Bedingungen verschaffen, und mein Wissen über Kälteverträglichkeit hat sich nahezu vervollständigt. Und so bin ich auf die Idee gekommen, hier dieses große Frühbeet altersgerecht zu bauen, nämlich, dass ich mich nicht mehr nach unten bücken muss, sondern dass gerade reingeht. Die Hauptblütezeit hier in diesem Kasten beginnt Mitte Mai und geht bis Anfang Juni. Dann ist hier ein wahres Blütenmeer. Man kann das auch schon sehen anhand der vielen Knospen, die die Pflanzen tragen. Für mich war am Anfang meiner Kakteensucht eigentlich wichtig, dass ich mich immer mit anderen Kaktüslern austauschen konnte. Ich war in einer Ortsgruppe der Schweizer Kakteengesellschaft, und wir feiern heute in Basel dieses Jahr das 100-jährige Jubiläum. Und es wäre schön, wenn andere, die den Sprung zu Kakteen machen wollen, im Prinzip sich einer solchen Ortsgruppe anschließen würden. Es ist unglaublich, welche Erfahrung dort liegt, und wir geben diese gemachten Erfahrungen gerne an neue weiter.